fertig. Hallo. Das hier ist so eine Art Kaugummiautomat. Selbst gebaut, nur etwas hundefreundlicher. Jedes Mal, wenn Keks jetzt Hunger hat, kann er sich selbst was rausholen. Nach dem Motto, selbst ist der Hund. So, mal testen. Erstmal auffüllen. So. Und dann... Es funktioniert. So, Keks, mal selber ausprobieren. Keks. Keks. Steckt er denn? Hey, Jasmin. Hi, Nina. Na? Mhm. Na? Hallo. Sag mal, ist das nicht der Hund von Fritz? Ja, na klar. Keks, was machst du denn hier? Wo ist denn der? Na, saß da vorne. Ich warte, verdammt nochmal. Sag mal, wo hast du denn Härchen gelassen? Bist du nicht etwa ausgerissen? Was für einen schönen Hund Sie da haben. Finde ich auch. Aber eigentlich gehört er gar nicht mir, sondern dem, Hier, mit schönem Gruß von Luisa. Was ist das denn? Das ist ja echt eklig. Das ist eine volle Windel? Tja, aber nicht halb so eklig wie die Tretmine, die dieser Hund da eben abgesetzt hat. Da! Ja, Keks, da bist du ja. Hallo, Fritz. Hm? Hey, Fritz. Du, ich glaube, da drüben ist so ein kleines Malheur passiert. Kleines? Ist ja wohl ein bisschen untertrieben. Ich gehe dann jetzt, ne? Bis später. Bis später. Tja. So ein Haufen Kacke. Ich könnte gerade noch ausweichen. Ach so, Keks hat auf den Weg Das tut mir leid. Normalerweise achte ich drauf, wenn er sich erleichtert. Natürlich. Und Sie haben es ausnahmsweise nicht bemerkt. Und eine Tüte haben Sie natürlich auch vergessen. Oh Mann, ich kann die Sprüche nicht mehr hören. Zum Glück fahre ich nur durch jeden dritten Haufen. Janis? Ich durch jeden fünften. Ja, Schatz. Ja, also, wie gesagt, das ist natürlich schade. Schade. Aber eigentlich mache ich den Dreck immer weg. Ja. Sparen Sie sich ja eigentlich und tun Sie lieber wirklich was. Komm, Janis, wir gehen. Janis, kommst du? Versprechung. Vorsicht, Janis. Da ist schon wieder einer. Die hat aber einen scharfen Ton drauf. Verdammt nochmal, das aber gibt's recht hat sie leider auch. Ach ja. Das gehört zum Anschiss noch dazu. Bäh. So. Und jetzt pack's mal an. Okay, Keks, komm. Dann wollen wir mal sehen, was du Großes geleistet hast. Hm? Na komm. Das ist ja auch wirklich eine Sauerei mit den liegen gelassenen Hundehaufen. Mal abgesehen vom Dreck und vom Gestank. Über die Exkremente, so heißt das richtig, können sich nämlich üble Krankheiten übertragen. Also eintüten und weg damit. Aber warum ist das eigentlich so? Hm, Keks? Ja, guck mich nicht so an. Warum musst du eigentlich ständig? Hm? Und so viel? Vielleicht sollte ich dir auch ein paar Windeln anlegen? Hm? Schon gut. War ja nicht ganz ernst gemeint. Na dann, wollen wir mal. Na komm. Hm, Keks? Danke. Aber die Frage ist doch durchaus berechtigt. Warum musst du eigentlich ständig? Ja, nicht nur du, sondern alle Tiere und alle Menschen. Hm? Na nun. Tja, warum ist das so? Eins steht fest. Wer isst, der muss früher oder später auch mal. Die Pizza, die sich der Kleine hier genüsslich reinstopft, kommt irgendwann unten wieder raus. Naja, nicht original. Aber was passiert zwischendrin? Klar, da wird verdaut. Und das fängt bereits im Mund mit der Spucke an. Die weicht beim Kauen die knusprige Pizza schon mal auf. So flutscht sie die Speiseröhre leichter herunter in den Magen. Dort kriegt die Pizza dann Saures. Die Magensäure macht daraus Pizzabrei und alles wird gut durchgeknetet. Weiter geht's hier im Dünndarm. Hier zerteilen die Verdauungssäfte die Nährstoffe aus dem Pizzabrei in klitzekleine Portionen. Die Nährstoffe, das sind Fett, Zucker, Eiweiß und Vitamine. Sie sind so klein, dass sie durch winzige Löcher in der Darmwand passen. Von dort aus gelangen sie ins Blut und das verteilt sie im ganzen Körper. Ohne diese Nährstoffe könnten wir nicht leben. Und wer noch wächst, wie der hier, der braucht jede Menge davon. Das ist aber noch nicht alles. Die Pizzareste wandern weiter
in den Dickdarm, der das Wasser aus dem Brei herauszieht und das Ganze schön eindickt. Hier warten schon Millionen von hungrigen Bakterien. Das hört sich gefährlich an. Doch die Darmbakterien sind völlig harmlos. Mit ihrer Hilfe wird auch der letzte Nährstoff verdaut. Ja, bleibt noch der Rest, mit dem selbst die Bakterien nicht fertig werden. Der muss irgendwie hinaus. Wenn es soweit ist, spüren wir sofort, es ist Zeit für ein großes Geschäft. Dringend. Ja, kräftig drücken und geschafft. Tut gut, wenn's raus ist. Na, sieh mal einer an. das hier, das sind keine Rosinen, sondern das sind Kaninchenköttel. Sehen ganz anders aus als das, was Keks macht. Sind viel kleiner und viel fester. Und auch als das, was Vögel machen. Die riechen auch gar nicht so schlimm. Ich wette ja, Kekshaufen könnten viel besser riechen bei anderer Kost. Und weniger machen könnt ihr auch. Viel weniger. Es müsste eine Spezialkost für Stadthunde geben. Fast ohne Rückstände. Ja, das wäre was. Was heißt ihr müsste? Wäre? Das kann man doch erfinden. Ja, ich hab's. Fritz Fuchs, fußwegfreundlicher Hundekuchen. Ja, studieren wir also die Exkrementologie, die Wissenschaft von dem, was hinten rauskommt. Und ich weiß auch schon, wo ich mit den Forschungen beginne. Meine Nase sagt mir, hier bin ich richtig. Für mein Spezialrezept brauche ich erstmal jede Menge tierischer Daten. Ich muss herausfinden, welches Tier was frisst und wie viel es davon wieder rausschmeißt. Aha, da sehe ich doch schon was. Laden. 27 Zentimeter mal 10 Zentimeter. Jung, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, nee. Ich wollte mal sehen, was ihre Tiere so machen. Ah, denen geht's gut, glaube ich. Nein, ich wollte wissen, was sie machen, wenn sie mal müssen. Und wie viel, verstehen Sie? Was so ein Vieh macht? Ja, die Kuh zum Beispiel. Wie viel Fladen macht die denn so am Tag? Naja, ich stehe ja nicht immer daneben, aber ich denke mal so 10 Stück. Aber ist das nicht scheißegal? Nein, das ist sehr wichtig. Exkrementologisch gesehen. Ja. Exkremento was? Elsa? Ich brauche deine Hilfe! Exkrementologisch. Man könnte auch kotkundlich sagen. Aha. Oh ja. So. Zum Beispiel. Das Pferd da. Was macht das eigentlich? Das äpfelt. Aha. Circa einmal die Stunde. Na ja, dann ist es ja bald wieder soweit. Elsa, schätze dein, zeig doch mal so einen jungen Herrn und so einen Misthaufen. Ich meine, so ein Exkremento-Dings, da findet er alles, was das Herz begehrt. Prima, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Jetzt muss ich mal kurz vorbei. Sag mal, Junge, willst du aus Scheiße Gold machen? Nee, eigentlich eher mit der Vermeidung. Tja, sehr originelles Hobby. Ich arbeite an einem Rezept für fußwegfreundliches Hundefutter. Und dazu muss ich genau studieren, was die verschiedenen Tierarten fressen und was sie hinterlassen. Ja, na dann guck mal da. Da ist direkt das nächste Studienobjekt. Oh, das ist ja interessant. Das sieht aus wie vom Känguru? Nicht ganz. Voll daneben. Schaf. Na, das ist doch mal echt eine Wissenschaft. Pferde und Schafe fressen doch dasselbe Gras und dabei... Dabei kacken sie so unterschiedlich. Naja, jeder scheidet später eben das aus, was er frisst. Die Schafe mögen zwar auch Gras, genau wie die Kühe, aber sie trinken sehr viel weniger Wasser. Das bisschen Feuchtigkeit im Gras reicht ihnen aus. Was dann später hinten rauskommt, ist natürlich etwas trockener und härter als bei der Kuh. Diese Vicuñas aus Südamerika machen es noch härter.
aber dafür sehr vornehm. Sie benutzen sogar etwas Ähnliches wie eine Toilette. Das heißt, sie machen immer am gleichen Platz und dabei purzeln ihre harten Köttel wie kleine Murmeln durch die Gegend. Danach wird alles feinsäuberlich plattgetreten. Am Duft erkennt dann jeder, wer hier sein Geschäft gemacht hat. Außerdem klebt der Geruch an ihren Hufen und wird so beim Herumlaufen im Revier verteilt. Wenn Nashörner müssen, dann aber richtig. Sie kämen aber nie auf die Idee, absichtlich hineinzutreten. Dafür interessieren sich andere für den Nashornmist. Darin gibt's noch eine Menge Unverdautes. Vögel picken sich da gern Essbares raus. Na klar, pinkeln müssen Nashörner natürlich auch ab und zu. Nilpferde fühlen sich im Wasser am wohlsten. Müssen sie mal, passiert es dort. Dabei wackeln sie mit dem Schwanz hin und her und wie mit einem Propeller versprühen sie auf diese Art den Kot. Nilpferde machen das manchmal auch, wenn sie das Wasser verlassen, um ihr Revier zu markieren. Gehen sie nämlich nachts zum Fressen an Land, kennzeichnen sie auf diese Weise ihren Weg. Mit feiner Nase finden sie dann selbst im Stockdunkeln immer wieder zurück ins Wasser. Ja, und im Hellen geht's auch. Wenn Beeren so lecker aussehen, dann ist das ein Trick. Sie warten darauf, von Vögeln gefressen zu werden. Die Samen in den Beeren werden von den Vögeln unverdaut woanders wieder hingemacht. Unter Vogelnestern wächst das Grünzeug deshalb in 0,nix. Süße Beeren, da kann auch der Igel nicht widerstehen. Gut so, denn die Igel sorgen mit ihrem Kot dafür, dass die Beerensamen in großem Umkreis verteilt werden. Die Eintagsfliege ist vermutlich das einzige Lebewesen der Welt, das nie muss. Kein Wunder, so kurz wie sie lebt, hat sie ja auch kaum Zeit dazu. Das ist ja schon interessant. Die Pferde, die fressen doch dasselbe Gras wie die Kühe. Und die sind auch nicht viel größer. Und dabei machen die, also äpfeln sie, fast doppelt so viel. Naja, und woran liegt das, exkrementologisch gesehen? An der Futterverwertung nehme ich an. Kühe sind doch Wiederkäuer. Mhm. Die würgen ihr Futter hoch und kauen und schlucken es nochmal und nochmal und nochmal tagelang. Da haben doch die Bakterien im Bauch genügend Zeit, um beim Verdauen mitzuhelfen. Und die kriegen auch die zähesten Teile klein. Also das heißt, weil Pferde keine Wiederkäuer sind, haben sie weniger Hilfe durch Bakterien? Und schmeißen die Hälfte unverdaut wieder raus. Eigentlich schade drum. Scheint doch noch viel drin zu stecken. Ach, vielleicht haben Kaninchen deshalb so merkwürdige Tischsitten. Tischsitten? Was denn für Tischsitten? Kommt mal mit. Ja, da sind wir jetzt mal gespannt, was kommt, oder, Herr Fuchs? Guck mal hier auf dem Boden. Das sind alles ganz normale Kaninchenköttel. Kennst du wahrscheinlich. Kenn ich. Aus meinem Garten. Aber in den Ruhephasen machen die Kaninchen noch was ganz anderes. Nicht wahr, Annalena? Da bin ich ja mal gespannt. Tja, also das Kaninchen putzt sich, würde ich sagen. Nee, das frisst ja seine eigenen Köttel. Ja, aber das sind ganz besondere Köttel. Die sind noch unfertig. Also, ich glaube, die werden eine Zeit lang im Darm geparkt. Im Blinddarm zum Beispiel. Und da werden sie dann von Bakterien... Ja, von Bakterien besser verdaulich gemacht, damit die Nährstoffe bearbeitet werden können. Genau, richtig. Ja, aber weil die Kaninchen nicht wiederkäuen können wie die Kühe, wird das alles noch einmal von vorne auf dem Weg durch Magen und Darm geschickt. Na klar, wäre ja auch schade um die schönen Nährstoffe. Tja, also erst die Köttel zweiter Generation sind der richtige Kaninchenkot. Da ist dann wirklich nichts mehr rauszuholen. Paco, komm mal her. Ich glaube ja, diese Grünzeugfresser, die haben alle dasselbe Problem. Ihr Futter ist schwer zu verdauen und nicht besonders nahrhaft. Stimmt, da hast du recht. Also, die sind den ganzen Tag am Fressen und Verdauen. Ja, und am Kacken. Ja, ist also kein gutes Vorbild für meinen Hundekuchen. Na, wie wäre es dann mit Fleisch? Das hat viel Energie und wenig unverdaulichen Ballast. Also, und da bleibt garantiert nicht viel von übrig. Ja, nicht schlecht. Aber Zucker hat noch mehr Energie. Ja, oder Fett, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche hochkonzentrierte Kalorienklopse. Ach so,
Du meinst Kartoffelchips und Schokolade? Ja, so ungefähr. Alles, was dick macht. Nur ganz wenig jeden Tag. Sag mal, was wollten der Kakaofenkunde eigentlich? Ach, nur ein paar Tipps. Tipps? Für sein Rezept. Rezept? Ja. Lecker. Die Idee für mein Spezialrezept ist ganz einfach. Je mehr Kalorien so ein Hundekuchen hat, umso weniger braucht Keks davon. Und umso weniger kommt dann hinten raus. Na dann, wollen wir mal. Also die Gummibärchen packe ich in den Mixer. In den Mixer, ja. Und die Kartoffelchips dazu. Ja, ja, das muss funktionieren. Und Butter, Butter. Butter muss rein. Butter. Viel, 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 viel Butter. Butter. Fleisch, Fleisch, ja. Vorher eine Fleischwurst. Durchdrehen, durchdrehen, durchdrehen. Und dann Schokolade rein. Schokolade da noch rein. Und ein bisschen Mehl dazu, das Ganze nicht so flüssig bleibt. Und Öl. Öl, Olivenöl. Mindestens ein Liter. Und dazu das Ganze schön verrühren. Kneten, kneten, kneten. Und das Ganze noch mit einem Stempel abstempeln. Für Kekse. Ja, das wird gut. Hier kommt sie, die erste Ladung Fritz Fuchs fußwegfreundliche Hundekuchen. Kleinen Moment noch, Keks. Den Automat lasse ich gleich zusammen mit dem Futter patentieren. Das wird ein Hit. So, Keks, bitteschön, du darfst. Ja, es klappt. Ja, es klappt und es schmeckt. Nur 4 Stück braucht ein mittelgroßer Hund als Tagesbedarf. Das habe ich ausgerechnet. 4 Stück. Hm, schon wieder ausgespuckt? Was ist denn? Hm? Schmecken die dir nicht? Versuch doch noch mal. Hm? Ich habe wohl die Rechnung ohne den Hund gemacht. Dabei sehen die eigentlich ganz lecker aus. Hm. Und, ah, bäh, nee, das ist ja doch, nee, das ist einfach zu eklig. Also Kalorien allein reichen nicht für eine ausgewogene Ernährung, auch nicht für einen Hund. Tja, Keks, du hast vollkommen recht, also die fettigen Dinger sind schon richtig eklig und liegen bestimmt wie Blei im Magen. Nee, zu einem guten Essen, da gehört mehr als nur Kalorien, auch für Hunde. Hm, Keks, komm. Ja, jetzt muss ich mir allerdings für den Hundedreck was anderes einfallen lassen. Na komm, Keks. Wieso kann der ganze Mist nicht einfach, verschwinden, sich in Luft auflösen? Was passiert denn in der freien Natur damit? Der muss doch da auch irgendwo hin. Hm? In der Natur ist es so, die einen wollen ihn loswerden und die anderen freuen sich über jeden Mist. Der hier zum Beispiel, der Mistkäfer, auch Pillendreher oder Skarabäus genannt, der ist begeistert, wenn er solch einen dampfenden Haufen findet und macht sich gleich an die Arbeit. Teilt ihn erstmal in handliche Stücke und formt daraus eine Kugel, eine sogenannte Pille. Für die buddelt er dann ein Loch. Buddel, buddel, buddel scheint echte Schwerstarbeit zu sein. Na, noch ein bisschen größer machen, damit das Ding auch da reinpasst. In diesen Löchern vergräbt er die Mistpillen. Ein Loch neben dem anderen, bis der Kothaufen aufgebraucht ist. Das machen die Käfer aber nicht, weil ihnen der Mist stinkt. Sie legen unter der Erde ihre Eier in die Kotkugeln ab, damit die Käferlarven später gleich was zum Futtern haben. Aus den Larven werden viele neue Käfer, die auch für jeden Mist zu haben sind. Der Regenwurm frisst am liebsten altes Laub und Grünabfälle. Was dann hinten bei ihm rauskommt, ist angeblich der beste Dünger der Welt. Jeder Gärtner freut sich, wenn er ihre Häufchen sieht. Auch andere Menschen finden Mist ganz nützlich. Im afrikanischen Namibia vermischen sie Kuhfladen mit Schlamm und verputzen damit ihre Hütten. Schützt gegen Kälte und Hitze zugleich. Die Bauern im Himalaya finden die Haufen ihrer Yak-Rinder ebenfalls sehr kostbar. Sie sammeln sie regelmäßig ein und reiben den Mist zum Trocknen platt wie Pfannkuchen. So ist der Yak-Mist ein super Brennmaterial. Bei uns auf dem Land, wo die Rindviecher auch sehr viel Mist machen, nutzt man ihn einfach als Dünger und fährt ihn raus auf die Felder. Ah, frische Landluft.
In der Stadt wird Mist auf den Straßen ja nicht so gern gesehen. In Wien, in Österreich, sind Kutschen deshalb mit solchen Pferdeäpfel-Auffangschürzen ausgestattet. Sehr trickreich. Für Hunde gibt es so etwas leider noch nicht. Wenn sie oder ihre Besitzer schlecht erzogen sind, setzen Hunde einfach so ihre Haufen in die Gegend. Au, Kacke. In vielen Großstädten landen jeden Tag mehrere Tonnen Hundedreck auf den Gehwegen, obwohl das strengstens verboten ist. In Paris ist das ein Fall für dieses Sondereinsatzkommando. Staubsauger raus und schon ist das Problem gelöst. Die Haufen würden sich schon auflösen bzw. aufgefressen werden. Aber das kann Wochen und Monate lang dauern. Verstehe. Und in der Zeit hat es ja auch schon längst jemand unterm Schuh kleben. Außerdem können sich da Krankheitserreger draufsetzen. Und es stinkt. Genau. Und deswegen müssen die Hundebesitzer das selbst in die Hand nehmen. Und ich gehe mit gutem Beispiel voran. Verstehe. Und was ist das jetzt bitte schön? Sieht aus wie ein Parkautomat. Das ist schon wieder dieser Köter. Na, haben Sie ihn weggemacht? Wen? Ach so, den Haufen. Ja, längst. Und außerdem habe ich das hier noch gemacht. Den Fritz-Fuchs-Fußweg-freundlichen... Kakomat? Kakomat, richtig. Soll das ein Witz sein? Nö, das ist ganz gut. Und wie funktioniert das? Das würde mich aber auch mal interessieren. Ja, das ist doch Kinder- und Hundeleicht. Keks, jetzt kommt gleich dein großer Augenblick. Achtung. Jetzt zieh. Tja, und jetzt kann kein Hundehalter mehr behaupten, er hatte keinen Beutel dabei. Zumindest nicht in dieser Gegend. Ja. Ganz schön clever, Herr Fuchs. Ja, für einen Hundehalter. Was ist denn, Janis? Bist du wieder irgendwo durchgefahren? Nee, das kommt von... Luisa, die hat schon wieder die Windeln voll. Oh, das ist das dritte Mal heute. Das vierte Mal. Ja, Keks, und der ist für dich. Voilà. Mit den besten Grüßen von meinem Hund. Danke. Sehr freundlich. Ja, Keks ist ja gut. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber wir zwei, wir drehen mal wieder eine Runde. Einen Beutel hast du ja jetzt, ne? Ja, natürlich. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Keks, komm.